passen und laufen. Auch das so eine Art Standardübung. Immer so leicht variiert. Die Laufwege. Passen und laufen. Auch das so eine Art Standardübung. Immer so leicht variiert. Die Laufwege. Eine neue mit dabei, Sie sehen es. Jetzt fehlen noch Jérôme Boateng natürlich und Kingsley Coman. Bei Kingsley Coman hatte man ja ursprünglich eventuell auch gedacht, dass er vielleicht noch die ein oder andere Spielminute bekommen könnte. Wie gesagt, er macht individuelles Training. Wer weiß, vielleicht stößt er kommende Woche zur Mannschaft, um dann vielleicht auch in Berlin dabei sein zu können, im Kader zumindest. Das war ja auch das Bittere in Madrid, als man den Gegner eigentlich fest im Griff hatte, aber irgendwie die Tore nicht fallen wollten. Und Jupp Heynckes hat es dann anschließend betont. Das wäre schon nicht schlecht gewesen, eine Alternative im Sturm. Eben einen Arjen Robben zu haben, der zu Hause bleiben musste, oder auch einen Kingsley Coman, der ja auch verletzt nicht dabei war. Auch wenn ein Thomas Müller, auch wenn ein Franck Ribéry das sehr gut gemacht haben. Wenn man noch ein Tor braucht und die Zeit kurz wird, allmählich davonläuft, dann greift man als Trainer halt gern zu so einer Möglichkeit. Sandro Wagner, den zweiten Stürmer zu bringen. Mal die eine, aber wie gesagt, über die Flügel, da waren die Möglichkeiten noch nicht so, als wenn ein Franck Evina schon 3, 4 Jahre bei den Profis trainieren würde. Wenn er mal 20 ist.
Wer weiß, wie seine Entwicklung weitergeht. 17 Jahre ist er, wird in diesem Jahr 18. Dann lass Lukas May, der hat schon ein bisschen mehr Erfahrung sammeln können. Coco Tolisso. Auch eine große Chance, seine letzte Aktion eigentlich in Madrid. Dieser Schuss da aus halbrechter Position im 16er, eigentlich ein gefährlicher Aufsetzer. Aber das kam ja damals auch noch dazu, dass der Realkeeper Navas einen seiner besten, wenn nicht den besten Tag seiner bisherigen Karriere erwischt hat. Aber das wollen wir jetzt abhaken, nicht mehr vertiefen, nach vorne blicken. Die Mannschaft hat das auch längst geschafft. Wie gesagt, in Köln die ersten 30 Minuten, da hat man schon oder gemerkt, den Eindruck zumindest bekommen können, dass man die noch gebraucht hat, um Madrid zu verdauen. Danach lief es deutlich besser und so soll es am Samstag gegen Stuttgart von Beginn an laufen. Das wird nochmal ein richtiges Fußballfest. Zu Hause vor den eigenen Fans. Und viele der eigenen Fans sind dann natürlich auch in Berlin dabei. Aber da ist das Kontingent 50-50 aufgeteilt. Oder je ein Drittel geht an die beiden Clubs, also an die Frankfurter Eintracht, an den FC Bayern München. Da haben wir zwei Drittel und das dritte Drittel in den öffentlichen Verkauf an die Berliner. In etwa. Kleine Rüge an Sandro Wagner, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Der da nicht genau hingehört hat anscheinend. Die Übung nicht so ausgeführt hat, wie das geplant war. Fällt einem Jupp Heynckes natürlich sofort auf. Er freut sich darauf, Jupp Heynckes. Die zwei Spiele noch zu bestreiten und dann das Leben zu Hause zu genießen mit seiner Frau, seinen Tieren. Ist ja nicht nur Kando, der Hund. Er hat ja, wie hat er es genannt, einen Haustiger auch noch zu Hause, eine Riesenkatze. Und den Fußball nur noch als Fan zu beobachten. Ich glaube, das hat er sich wirklich verdient. Morgen übrigens hat er Geburtstag. 73 Jahre wird er jung. Jupp Heynckes. Fußballkunst war es, was James geboten hat in Madrid. So hat das zumindest Jupp Heynckes bezeichnet. Und irgendwie hat er da sicher auch recht gehabt. Am Ende war er einfach platt. Und außerdem, auch das hat er betont, muss man in so einer Situation irgendwas noch mal versuchen, wenn man von außen merkt, wie gesagt, man hat den Gegner eigentlich im Griff, aber irgendwie will das entscheidende Tor nicht fallen. Und deswegen hat er den Wechsel vorgenommen und hat eben James, der bis dato vielleicht der beste Spieler in den Reihen des FC Bayern München war, rausgenommen, weil dieser sich völlig aufgearbeitet hatte und so ab der 70. schon mehr müde war.